perfekt. Was machst du? Es ist Winter, tut mir nichts. Digga, sag doch jetzt mal was. Was soll ich sagen? Ja, Digga, was geht? Digga, was geht? Es ist ein Kampf mit dem Koffer. Es ist Winter in Turkmenistan. Und wir versuchen hier gerade. Wir fliegen nämlich zusammen nach Rom. Und haben zusammen gepackt. Obwohl wir beide theoretisch was hätten, einen Koffer mitnehmen können, aber macht alles leichter. Mit einem Koffer den ganzen Bums zu machen. Deswegen reisen wir mit einem Koffer. Und da ist alles Wichtige drin, alles was man braucht. Geld, Wettkampfhosen, Zahnbürste natürlich, damit die Kauleisten nicht wegfallen. Ja, aber das Gute an diesem Koffer ist, er ist schon so alt und abgeranzt. Da sind die Schniepel hier schon abgerissen. Das heißt, es ist immer wieder ein schöner Kampf, den man sich hier anlegen muss. Aber ja, kein Problem, wenn man 87 Kilo wiegt. Fertig. Erstmal ein Kaffee. Und nach getaner Arbeit ein Kaffee. Gerechnet. Travel Vlog Nummer Adin. Adin, ein Gepäckstück, ein Rucksack, wir sind ready. Perfekt, hier ist das Plastik noch dran. Ja, ich weiß, hab schon gesehen. Sehr gut. Ready. Hat sie gelesen eigentlich? Achso. Flugzeug schon? Ja, Flugzeug Lifestyle. Gleich. Flugzeug, pass auf, da kommen wir. Ja, wir befinden uns hier gerade am BER. Schönster Flughafen Deutschlands. Ist das der neue? Das ist der neue. Der so teuer war? Ja, genau der, der auch für Ewigkeiten gebraucht hat. Kritisch! Guck mal, deswegen gucken wir auf den Boden. Deswegen hat das so lange gedauert, weil das ganze Geld der Steuerzahler hier auf dem Boden verteilt hat. So, Gepäck ist abgegeben und jetzt kommt, glaube ich, wirklich als nächstes der Flug. Auf geht's nach Rome. Ganz unauffällig, oder? Ich glaube, ich habe dich gerade. Oh, perfekt, ich habe nur Brust gefilmt. Jetzt nicht mehr. Bellarina, Mamma, Zita, Otaritae, Mozzarella. Und dann? Dann geht's zum Pool. Ich und dann? Vorbereiten für morgen und übermorgen. Dann schwimmen ein bisschen hin und her, lockern die Muskeln vom Flug. Dann geht's essen.
Ja, weil es genug. Wir gehen zu essen und dann jetzt pennen und dann morgen geht's ab. Schönes Wetter genießen, ein bisschen locker schon, war ein hartes Rennen, gutes Training. Ihr wisst ja, Wettkampf ist das beste Training, habe ich schon mal gesagt. Ja, morgen 200 Schmett. Wird wieder neu angegriffen, heute Nachmittag wird noch ein bisschen trainiert, damit es morgen umso besser läuft. Und dann schauen wir mal, ne? Heute Nachmittag noch ohne Finale, 100 Rücken. Video kommt jetzt. Oh, wir sind noch auf Grill. Braunschweig, letzter Tag hier in Rom. Ja. Sag mal was. Ja, was sagt dich? Alle ein paar 200er oder 400 oder sowas geschwommen. Alle sich ein bisschen schwer getan. War auf jeden Fall reichlich an Erfahrung der Wettkampf. Man sagt ja immer, man gewinnt oder man lernt dazu. Wir haben auf jeden Fall viel dazu gelernt. Und ja, ist trotzdem mal wieder schön hier zu schwimmen, auch gegen internationale Konkurrenz. Schade, dass es halt nicht konkurrenzfähig war, aber passt schon. Wir haben so schnell sein. Meinst du, die Zuschauer können sich auf unsere nächsten Vlogs freuen? Definitiv.
Da geht's ab, oder? Da geht's richtig ab. Ist ja jetzt schon ein geiler Vlog und dann in der Zukunft kommen noch die Finals und dann noch die WM und das kommt schon coole Sachen zusammen. Jo, ich sehe gar nichts. Und sollen die folgen und liken, oder? Ja, folgen und liken und wie heißt das noch hier? Abonnieren und kommentieren und alles. Macht einfach alles. Schreibt rein, was ihr euch noch wünscht.